Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute bin ich mal wieder auf Island und genauer gesagt am Aldeyjarfoss. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich glaube, die Isländer könnten es vielleicht ein bisschen anders aussprechen, aber sei es drum. Und das Tolle ist, ich bin komplett alleine hier und wir haben mega schönes Wetter. Ich hoffe auf einen richtig coolen Sonnenuntergang. Wie das genau ausgehen wird, sehen wir gleich. Viel Spaß! Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach unten zum Wasserfall. Wir konnten zum Glück bis ranfahren. Manchmal ist die Straße auch gesperrt, also gerade wenn ihr im Winter auf Island seid, könnt ihr es eigentlich vergessen, dass ihr bis zu dem richtigen Parkplatz direkt ranfahren könnt. Da muss man dann selber noch ein bisschen wandern. Wir konnten direkt ranfahren, die Straße war zum Glück nicht gesperrt und wie gesagt, wir sind komplett alleine hier und das ist natürlich extrem schön. Ich war selber noch nie an diesem Spot hier. Das erste Mal, dass ich im Norden von Island bin und deswegen bin ich selber sehr gespannt drauf, wie dieser Wasserfall aussehen wird und ich nehme dich heute mit. Ich bin angekommen, habe jetzt die Kamera gerade schon aufgebaut hier und ich fotografiere den erstmals ein bisschen seitlich, weil die Sonne kommt nicht von da hinten und das Licht will ich jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen und dann schauen wir mal, wenn die Sonne untergeht, ob wir dann einen schönen roten Himmel bekommen. Ah, die Wolken sind eigentlich da, dass es passieren könnte. Ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt gleich mal noch ein bisschen weiter darüber gehen und den so frontal fotografieren. Das ist ja so dieses Standardfoto, was man so kennt von hier. Ich muss sagen, wunderschöne Location. Es ist wirklich einer der schönsten Wasserfälle hier auf Island, muss ich sagen. Und ich bin wirklich extrem begeistert. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der nach Island kommt, besucht auf jeden Fall auch den Aldeyjarfoss. Auch ja, wenn er im Norden ist und die meisten wahrscheinlich immer nur die Südroute nehmen. Aber das ist wirklich ein Besuch wert. Gerade eben war ich schon einmal hier auf der Seite direkt am Abgrund quasi und habe so dieses Standardfoto gemacht. Ja, ich weiß nicht, also es sieht ein bisschen unsicher aus, weil der Felsen auch so ein bisschen bröckelt. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich weiß, dass von der Position irgendwie jeder Fotograf schon ein Foto gemacht hat und da auch direkt drauf steht. Aber Leute, nehmt das alles ernst und begebt euch nicht in Gefahr. Ja, also das ist bitte die Message in diesem Video auch. Seid auf jeden Fall vorsichtig und macht trotzdem gute Bilder. Das kann man ja trotzdem machen. Mal ganz kurz ein bisschen was zu meinen Einstellungen. Ihr seht ja hier die Kamera. Ich habe jetzt hier meinen 14 bis 24 mm drauf. Bin jetzt auch bei 14 mm, also wirklich sehr weitwinklig, damit ich hier auch das gesamte Becken von dem Wasserfall mit drauf bekomme. Und habe dann hier vorne drauf meinen Nisi Filterhalter. Da ist ein Polfilter drauf, um den Himmel noch ein bisschen besser hinzubekommen. Und dann habe ich hier vorne noch einen Verlaufsfilter drauf, ein Dreier-Verlaufsfilter, also Drei-Stop-Verlaufsfilter, um den Himmel noch ein bisschen abzudunkeln. Ansonsten bin ich jetzt gerade bei der ISO-Einstellung schon bei Low. Ja, das heißt, ich drehe den ISO so weit runter, wie es irgendwie geht, also unter 64 noch, bei einer Blende 11. Und so habe ich eine Verschlusszeit von einer halben Sekunde. Und die halbe Sekunde, das ist immer genau das, was ich bei Wasserfällen haben möchte, damit das Wasser so ein bisschen glatt gezogen wird, aber nicht zu glatt, sodass ich noch ein bisschen
Struktur im Wasser drin habe. Das ist eigentlich so das Optimale für mich, so eine halbe Sekunde ungefähr. Ja, und so mache ich jetzt hier erstmal meine Bilder. Die Sonne wird hinter mir irgendwann untergehen. Noch ist es nicht so weit, noch können wir ein bisschen abwarten. Und ich bin gespannt, was da noch so rumkommt. Ich bin gespannt, ob wir einen roten Himmel bekommen. Deswegen bin ich eigentlich hier, dass wir einen schönen, saftigen Himmel haben am Ende. Und ich dann hoffentlich mein Bild von Island machen kann hier, von dem Aldeafoss. Ja, und ich hoffe, dass es eigentlich so das beste Bild von der Reise wird. Ich bin mal sehr gespannt. So Leute, die Sonne ist so langsam, nee, sie ist noch nicht untergegangen, aber sie ist jetzt hinter den Wolken und es hat jetzt hier gerade komplett zugezogen, deswegen habe ich jetzt beschlossen, es an der Stelle sein zu lassen. Ich habe ein richtig cooles Bild vorhin gemacht, Sonnenuntergang, schöne goldene Stunde. Ich denke mal, das passt auf jeden Fall richtig gut und stattdessen fahren wir jetzt nochmal zurück und gucken mal bei einer anderen Location nochmal, ob wir da noch was hinbekommen. Aber hier, denke ich mal, haben wir das Ganze so schon im Kasten. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Falls du es noch nicht getan hast, kannst du diesen Kanal abonnieren. Ich habe nämlich in den Statistiken mal gesehen, dass fast 2/3 der Leute, die sich meine Videos angucken, meinen Kanal nicht abonniert haben. Das heißt, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, einfach mal schnell abonnieren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch Spaß an der Fotografie und an der Bildbearbeitung habt. Ihr könnt gerne auch mal in meinem Online-Store vorbeischauen, falls ihr Videotrainings zum Thema Photoshop, Lightroom oder Lumina haben wollt. Und ich sage jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.